Nach meinem Video über Schrödingers Katze habt ihr mir sehr viele Kommentare geschrieben und manche mit extrem tiefen und interessanten Physikfragen. Heute versuche ich diese Frage zu beantworten, also wir reden über die Grundlagen der Quantenmechanik, aber nicht nur. Ich erzähle dir von einem neuen Teilchen, das ich heute entdeckt habe und das ich nach einem von euch, meinen lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, benannt habe. Bleib dran! Also, Freunde der Sonne, nehmt euch eine Tasse Tee, macht euch gemütlich, wir fangen jetzt an. Ich hatte keine Ahnung, dass MyLab seit einem halben Jahr keine Videos mehr veröffentlicht. Schade. Ich trinke heute Tee aus einem anderen Grund. Hallo Harald, das ist Misha. Geh mal boostern heute. Ich bin jetzt zu Hause mit Corona krank, aber ich schätze meine Zuschauerinnen und Zuschauer so sehr, dass ich dieses Video trotzdem drehe. Stay hard. Valentin Hahn fragt, ein anderes Problem der Quantenmechanik ist doch auch die Messung. Öffnen wir die Box der Katze, dann ist die Katze nämlich nur noch tot oder lebendig und nicht mehr beides gleichzeitig und so weiter. Die Messung in Quantenmechanik und dieser Übergang zwischen dem Kleinen und dem Großen sind zwei verschiedene Facetten von demselben Problem, kann man sagen, in der Quantenmechanik. Und zwar, in der Quantenmechanik wird es vom Anfang an quasi postuliert, dass die Messung eines mikroskopischen Teilchens wie ein Atom durch ein makroskopisches Gerät gemacht wird. Das ist sehr wichtig. Also es gibt diese Trennung immer da drin in der quantenmechanischen Theorie zwischen dem makroskopischen und mikroskopischen. Aber die Frage bleibt trotzdem, wo liegt die Grenze dazwischen? Kann ich mein Messgerät aus 10 Atomen konstruieren oder 100 Atomen, damit es Quanten bleibt, aber noch etwas messen kann? Oder statt einer Katze nehme ich was viel kleineres, eine Blutzelle oder eine Bakterie, kann ich dann dieses Objekt in zwei verschiedenen Zuständen vorbereiten, wie man das schon mit großen biologischen Molekülen macht. Gibt es dazu auch direkte Forschung, wie bei der Grenze zwischen klassisch und quantenmechanisch? Ja, ich drehe dazu bestimmt ein Video. Dein Problem ist in erster Linie deine Frisur. Warte mal kurz. Eine Frage auf Instagram, es geht darum, dass man Proteine quasi anhand der klassischen Mechanik simulieren kann und ob Proteine als klein oder groß gelten. Eine sehr gute Frage. Wenn ich sage, dass kleine Teilchen Quanteneigenschaften aufweisen, bedeutet das nicht, dass diese Eigenschaften immer wichtig sind. Zum Beispiel kann man Proteine oder andere biologische Moleküle auch klassisch simulieren und auch einzelne Atome lassen sich manchmal anhand der klassischen Mechanik simulieren. Das hängt von Situation ab. Das bedeutet aber nicht, dass sie Quanteneigenschaften nicht aufweisen können. Katzen können nicht Quanteneigenschaften aufweisen. Das ist der Unterschied. Die Magnitude ist eine Wellenlänge, eine Welle mit Punkt, ein Aura haben. Was? Quantenmechanik versteht man nicht, Quantenmechanik wendet man an. Schon, aber wir geben noch nicht auf, oder? Wir werden die Quantenmechanik besser verstehen. Auch ein makroskopisches System verhält sich gemäß den Gesetzen der Quantenmechanik, nur sind diese da so kompliziert anzuwenden. In der Tat haben wir absolut keinen Zweifel, dass man überhaupt alle Objekte um uns herum, also alle klassischen Sachen wie dieses Handy oder eine Katze, anhand der Quantenmechanik, manchmal auch Quantenelektrodynamik, beschreiben kann. Wenn man natürlich alle Gleichungen lösen könnte. Aber die Frage ist, warum kann sich ein Atom oder ein ziemlich großes Molekül in der Tat an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig befinden, aber dieses Handy nicht mehr oder ich nicht mehr oder eine Katze nicht mehr? Was passiert dazwischen und wie genau passiert das? Die Kinder läuten an die Tür. Ich habe keine Zucker, ich kann ihnen nur Corona geben. Was ist ein theoretisches Labor? Das ist ein Labor, wo man theoretische Physik macht. Das sogenannte Lemeshko Lab. Klingt cool, oder?
Magnete ziehen auch Holz an, man kann das mit Neodym-Magneten selbst ausprobieren. Oh, dann dreh bitte ein Video dazu, ich zeige es hier gern. Meinst du anziehen oder abstoßen? Also abstoßen kann ich glauben, wie beim levitierenden Frosch, quasi Diamagnetismus, aber anziehen. Danke, ich glaube, jetzt weiß ich, wie Quantenmechanik funktioniert. Ich beneide dich, oder? Das liegt daran, dass es sich bei Schrödingers gerade um eine Metapher handelt. Es liegt dabei eine Bohr zu Einstein. Leute, ich lese immer nur 140 Zeichen oder sowas. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist so gut. Ich bin ja ein Professor. Das ist nicht der Fall, dass man einen lebenden Beobachter braucht, um einen Quantenzustand eines Atoms messen zu können. Aber wie genau die Messung stattfindet, was da genau passiert, dazu gibt es viele Papers und wird heutzutage auch sehr aktiv recherchiert. Wie viele Katzen hatte Schrödinger überhaupt? Naja, vielleicht weniger als Freundinnen gleichzeitig. Wenn die Zwischenzustände real sind, müsste ein Atom sowohl 238 Uran als auch 234 Thorium sein. Ja, das ist ungefähr das, was passiert, sehr naiv erklärt. Also Uran zerfällt auf Thorium und strahlt ein Alpha-Teilchen aus. Sehr naiv, in Single Particle Picture kann man sich das so vorstellen, dass ein Alpha-Teilchen tunneliert raus aus dem Urankern und dann zu jedem Zeitpunkt gibt es quasi eine Superposition von Uran und Thorium-Teilchen und ob das Uran oder Thorium ist, kann man nur herausfinden, wenn man dieses Alpha-Teilchen misst, quasi. So ungefähr. Natürlich sind das Vielteilchensysteme, es gibt viele starke elektromagnetische Wechselwirkungen, das ist nicht so einfach, aber so naiv erklärt. Wie hieß Schrödingers Katze? Kai-Uwe, das wissen nicht viele. Ist es nicht die Dekohärenz, die Erklärung, warum die makroskopischen Objekte nicht mehr in der Superposition sind? Ja, die Dekohärenz ist eine mögliche Erklärung, aber woher kommt und wie entsteht die Dekohärenz in isolierten Quantenobjekten? Warum gibt es nicht genug Dekohärenz in zum Beispiel großen biologischen Molekülen, um ihre Quantenzustände zerstören zu können? Also man kann ihre Quanteneigenschaften beobachten und sie interferieren, aber dann für größere Objekte gibt es genug Dekohärenz und sie keine Quanteneigenschaften mehr aufweisen. Also, wie löst man das? Kate Sylvester lebt auch nicht wirklich, obwohl er nie tot zu kriegen ist. Naja, nach dem Sylvester kriegen manche so einen Kater, dass tot zu kriegen keine schlimmste Option mehr ist. Lieber Misha, Gedankenexperiment, wenn ich mir vorstelle, einen festen Stab von der Erde bis zum Planeten Mars zu haben, also ob man quasi Informationen schneller als Lichtgeschwindigkeit übertragen kann. Also erstens, die einzige Person auf der Welt, die einen festen Stab von der Erde bis zum Planeten Mars derzeit hat, ist Elon Musk. Okay, also alle Fragen dort auf Twitter bitte. Aber nein, man kann Informationen nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit übertragen, weil sich der feste Stab nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit bewegen wird. Statt beobachten oder messen, sollte man, glaube ich, interagieren oder wechselwirken sagen, ob man das Messung nennt oder Interaktion. Ja, alle verstehen schon, dass die Messung eine Wechselwirkung ist, aber es gibt mehr dazu. Zu meinem alten Video. Was mich etwas nervt, ist das Gendern, aber vermutlich bekommt man in Österreich sonst keine Professur. Naja, in Österreich hätte man so einen Kommentar ein bisschen anders geschrieben, sowas in die Richtung zum Beispiel, Professor Lemeschko hat ein Video veröffentlicht, Physik ist wie Sex. Die Überschrift ist nicht zufällig, denn in diesem Video vergewaltigt er die schöne deutsche Sprache mit seiner exzessiven Genderei. Herr Ober, drei Bier bitte. In Österreich, mein gnädiger Herr, gibt es sogar Genderverbot in öffentlicher Dienst in manchen Bundesländern. Aber Gott sei Dank bekommt man eine Professur in Österreich ausschließlich für wissenschaftliche Leistungen und nicht für was anderes. Ob es Experimente mit Quantenradieren gab? Ja,
Unter anderem hat Anton Zallinger einige gemacht. Entspricht die Schrödinger-Katze einem Qubit, könnte man mit Katzen einen Quantencomputer bauen. In meinem theoretischen Labor arbeiten wir schon daran. Wenn die Katze sich in einem unendlich tiefen Kastenpotenzial befindet, kommt keine Information an einen äußeren Beobachter. Habe ich das irgendwie falsch verstanden oder ist damit die Sache mit der Katze geklärt? Ich glaube, das ist Schmäh, oder? Bitte erkläre einmal den Unterschied zwischen Wirklichkeit und der Realität. Das erinnert mich an den Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. In Deutschland sagt man, meine Damen und Herren, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. In Österreich sagt man, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Wie kann man Laien wie mir erklären, wie Teilchen gleichzeitig an zwei Orten existieren können? Also das Wort Teilchen quasi per Definition nochmals bedeutet etwas Lokalisiertes, also etwas, was sich nur an einem Ort gleichzeitig befindet. Und eine Welle zum Beispiel, das ist nicht überraschend, dass eine Welle im Ozean sich auf mehreren Orten gleichzeitig befindet. Das ist etwas Delokalisiertes. Aber die Tatsache, dass die Teilchen gleichzeitig Wellen sind, die quasi Quantenmechanik vorhersagt, das ist was Überraschendes. Ja? Und dieser Aspekt ist extrem schwer zu erklären. Es sei denn, man sagt, ja, die Natur ist halt so, deal with it. Warum so spät hochladen, Oida? Ich mache YouTube, Oida, wenn meine Tochter schläft in der Nacht. Heute schreit sich jeder Professor, der einen Satz fehlerfrei schreiben kann. So etwas läuft unter dem Begriff Titelinflation. Die Österreicher sind da, sagen wir schon, Otto von Habsburg. Weißt du was, Vadus? Deine Frage erinnert mich an die Debatte zwischen Murray Gell-Mann und Richard Feynman. Die beiden waren mal an Caltech, California Institute of Technology, und sie waren quasi Wettbewerber oder Rivals auf Englisch. Sie haben nicht so einander gemocht, glaube ich. Sie waren sehr verschiedene Persönlichkeiten. Also Murray Gell-Mann war extrem belesen. Er konnte Altgriechisch lesen und also sehr auch geisteswissenschaftlich gebildet. Feynman war ihm nicht so ähnlich. Er interessierte sich quasi nur für Physik, Schlösser knacken, Frauen und solche Sachen, war nicht so belesen, war trotzdem natürlich ein Genie. Andererseits hat es Gell-Mann sehr irritiert, wie Feynman sich selbst gefeiert hat, also seine Originalität, also wie Feynman über sich selbst Bücher geschrieben hat und so weiter. Also. Und es gab mal eine wissenschaftliche Debatte zwischen Murray Gell-Mann und Richard Feynman, wovon genau Protonen und Neutronen bestehen. Damals war es klar, dass obwohl Elektronen vermutlich Elementarteilchen sind, ist das für Protonen und Neutronen nicht der Fall. Also sie bestehen aus etwas. Und Gell-Mann hat damals den Begriff Quarks vorgeschlagen. Also er ist quasi der Erfinder dieses Worts, Quarks, oder dieses Begriffs. Also das Wort existierte davor. Und Feynman hatte auch ein Modell, also das sogenannte Parton-Modell des Atomkerns. Und später hatte sich herausgestellt, dass diese Partons sich auf Quarks abbilden lassen, also es gab keinen so großen Unterschied. Aber damals hat sich Gell-Mann sogar über den Namen Partons beschwert. Also er hat gesagt, wie ungebildet soll man sein, damit man quasi einen lateinischen Stamm, Part, also Partia und sowas, mit einer griechischen Endung, on, wie in Elektron zum Beispiel, kombiniert. Also das sind zwei verschiedene Sprachen, das ist quasi ungehobelt, so machen zu dürfen und so weiter. Also das ist interessant, weil sogar Austria, das ist eine Kombination von einem germanischen Stamm und ihr, das ist lateinische Endung, aber wurscht. Also warum ich das alles erzähle? Solche Kommentare wie diesen bekomme ich in Wellen. Also manchmal pusht der Algorithmus meine Videos an falsches Publikum sozusagen und manchmal bekomme ich diese Kommentare über ein Wochenende, wenn Leute zu alkoholisiert sind, um Sinn zu machen vielleicht. Wenn ich als Quantenphysiker eine Welle sehe, das Erste, was mir einfällt, ist,
wie quantisiere ich diese Welle? Welche Teilchen oder Quasiteilchen bekomme ich daraus und wie nenne ich diese neuen Teilchen? In diesem Falle mit der Welle von solchen Kommentaren, wenn ich sie quantisiere, fällt es mir ziemlich leicht, diese Teilchen zu benennen. Ich bin ein riesiger Fan von Richard Feynman und seinem Parton-Modell, deswegen habe ich mich entschieden, diese Teilchen Departonen zu nennen. Ob ich mehrere solche Teilchen heute detektieren kann, hängt davon ab, was ihr mir so in den Kommentaren schreibt. Ich drücke mir die Daumen. Wir sehen uns bald. Bis zum nächsten Mal. I know what I'm doing it right.